Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu GTA 5 Online ohne Schnee. Der Schnee ist schon lange geschmolzen und eigentlich ein totaler Witz. Rockstar Games hat hier noch die Weihnachtssachen drin, das PSN wurde gehackt, viele Leute konnten den Schnee gar nicht sehen. Für mich ein ganz großer Beschiss, dass Rockstar Games das jetzt rausgemacht hat, den Schnee. Also, ich finde das jetzt nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, kann man nicht viel machen. Rockstar Games hat halt nun mal seine, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Muss ich halt wieder ein Jahr warten. Nun ja, meine Frage ist eigentlich, von meinen Abonnenten, die oft GTA zocken, habt ihr den Schnee eigentlich überhaupt so richtig mitbekommen? Wann wurde euer PSN gebannt? Wann habt ihr gemerkt, oh, ich kann nicht mehr online zocken? Scheiße. Also ich bin jetzt erst seit ein paar Sekunden online. Das ist mein erstes Mal online, wo ich jetzt bin seit gut paar Tagen. Kein Schnee mehr hier. Ich dachte erst auf dem Berg noch irgendwo, dass da noch ein bisschen Restschnee liegt, aber kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Rockstar Games will, dass wir ein Jahr warten. Ist ja schlimmer als beim Handyvertrag. Nun ja, egal. Ich hatte auf jeden Fall schöne Weihnachten, danke der Nachfrage. Hab gearbeitet natürlich, ein bisschen gezockt natürlich, ein bisschen gefeiert natürlich. Alles, von allem ein bisschen, war auf jeden Fall cool. Jo, bald ist es geschafft, 2000 Abonnenten, ich freue mich schon richtig mega drauf. Dann mache ich auch meine Abonnentenzahl wieder an, ne? Weil ich habe sie ja noch deaktiviert. Ich habe mir einfach vorgenommen, ab 2000 Abonnenten mache ich meine Abozahl wieder an. Dann ist die Abozahl wieder sichtbar für euch. Ne, okay. Ich weiß noch, meine ersten 1000 Abonnenten, die habe ich im Januar bekommen. Glaube ich, Januar, Februar, März. Ne, als ich noch in Hamburg war im Januar, hatte ich noch 940 sowas und jetzt schon fast 2000. Hammer. Könnt ihr auch mal bei Social Blade nachschauen. Da steht 1866 Abonnenten, aber da ich ja meine Abonnenten deaktiviert habe, kann Social Blade meine Abozahl auch gar nicht nachverfolgen. Wir brechen jetzt mal in das Ding ein, in das Gefängnis. Und ja, erzähle euch natürlich einfach mal ein bisschen sowas über ja, diese Erlebnisse. Also das mit den Hackern, das kostet mich ganz ehrlich schon an, muss ich euch ganz ehrlich sagen. So, komme ich hier auch irgendwie raus. Weil die Hacker, diese Gruppe, haben mir wirklich sehr viel versaut. Ich wollte unbedingt diesen Schnee nochmal sehen. Unbedingt. Jetzt ist der Schnee weg. Bin von beiden Seiten enttäuscht. Von Rockstar Games, genauso von den Hackern. Von Rockstar Games sowieso. Dass sie den Schnee einfach gnadenlos rausgemacht haben, obwohl die gewusst haben, dass das PSN down war und viele Leute nicht online zocken konnten, haben die den Schnee einfach rausgemacht. Ist eine freche Sache. Ist eine richtig freche Sache. Was ist das ein und in der Crew Rebels beigetreten? Ach so. Dachte gerade. Bleibt mir nur von den Hackern fern. Bleibt mir nur von diesen scheiß Hackern fern. Da will ich nichts mehr von wissen. Ganz ehrlich. Von euch scheiß Hackern, Alter. Hacker sind richtige Renops, ganz ehrlich. Und die werden natürlich auch gefasst werden. Ich bin da fest davon überzeugt. Die werden vor japanisches Gericht gebracht. Und dann müssen sie für 10, 15 Jahre in den Bau. Aber das geschieht ihnen recht. Das haben die Hacker verdient. So was. In den USA wird kurz ein Prozess gemacht. In Nordkorea, in China. Da werden die Leute noch hingerichtet. Ich bin absolut Gegner gegen von Todesstrafen. Todesstrafe ist nichts Gutes, aber manchmal muss man einfach was tun gegen diese Schweine, ehrlich. Entschuldigung, aber das kostet mich einfach an. Da vermache ich jetzt erstmal ein Feuerwerk hier. Oh. Das einzig Gute, was sie gemacht haben. Naja, egal. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Ein neues Video wird kommen. Dann, wenn ich mal wieder Bock habe, durch die ganze Hacker-Scheiße, habe ich mir irgendwie das Lust auf YouTube verloren. Es hat mich einfach... Es kotzt mich immer noch an mit dem Schnee, ganz ehrlich. Und ich hoffe, ihr versteht das einfach. Werde aber natürlich weiter YouTube-Videos machen, ist ja ganz klar.
Vielleicht dauert es halt manchmal 2-3 Tage, aber jetzt habe ich echt keinen Bock mehr gerade. Die Hacker haben mir auf jeden Fall die Laune verdorben. Wenn es rauskommt, wie die Hacker aussehen, das heißt Real-Life-Bilder irgendwie mal gehackt werden, werde ich sofort versuchen, diese Bilder auf meinen Kanal zu posten. Ist mir egal, ob mein Kanal dafür gebannt wird. Diese Schweine gehören an den Pranger und da werde ich auch Sorge tragen, dass die an den Pranger kommen, weil was die uns angetan haben, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Die werde ich auf YouTube posten. Die poste ich auf YouTube. Mache ich ein ordentliches YouTube-Video, wenn die Hacker mal irgendwann mal gefasst werden, Real-Life-Bilder davon gibt, dann werde ich ein schönes Video zusammenschneiden. Natürlich wird mein Kanal oder das Video wahrscheinlich gebannt werden, aber mich interessiert es nicht. Ich glaube, so habt ihr den jungen Zocker noch nie erlebt. So ernst, so am Ragen. Aber sowas kostet mich einfach an. Das finde ich ganz schlimm, sowas. Die haben das ganze PSN, das ganze Xbox-Dingsbums-Alarm gelegt. Ich zahle dafür Geld für dieses Online-Zocken. Und jetzt kann ich nicht online zocken. Finde das eine furchtbare Sache. Weil ich zahle ja dafür, dass ich online zocke, Geld. Naja, egal. Hört auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Du kannst kommen auf der PlayStation 4. Ciao.